Es ist sicher eine bestimmte Konstellation an Umständen, die dazu geführt hat, dass sie zu einem solchen Mythos geworden ist. Sie hatte ihr öffentliches Debüt vor genau 100 Jahren, 1916, in der Galerie von Alfred Stieglitz, dem damals weltberühmten Fotografen, aber eben auch Galeristen, Promotor der amerikanischen und europäischen Anfangsmoderne in New York. O'Keeffe war sicher zur richtigen Zeit am richtigen Ort. New York war in der Kriegszeit, in der Zeit des Ersten Weltkriegs, die vorübergehende Kunstmetropole. Und besonders die ersten zwei Jahrzehnte ihres Schaffens sind im Kontext des Vorhabens zu lesen, eine wirklich nationale amerikanische Kunst zu erschaffen, in Absetzung von der europäischen Tradition. Also insbesondere im Ersten Weltkrieg war Europa nicht mehr als Orientierungspunkt gültig. Und was George O'Keeffe in seiner ganz besonderen Verbindung aus Abstraktion und dieser amerikanischen ausgedehnten Landschaft geschafft hat, das verkörpert eben genau jenen Moment, wo die amerikanische Kunst gewissermaßen zu sich selbst findet. Es gibt natürlich im amerikanischen Impressionismus und in der amerikanischen Landschaftsmalerei im 19. Jahrhundert das große Bedürfnis, amerikanische Motive darzustellen, aber es wird sozusagen immer schielend auf die europäische Tradition und auf die europäische Stilgeschichte durchgeführt. Und das ist sozusagen der Moment, wo sie in New York ausgestellt wird und die nächsten Jahrzehnte, das ist genau jene Zeit, die so entscheidend ist für die amerikanische Moderne. Die Ausstellung verfolgt O'Keeffes Lebensabschnitte, O'Keeffes Werkserien anhand von bestimmten Orten, denn Sie werden, wenn Sie sich umsehen, sehr bald erkennen, dass sich O'Keeffes Werk nicht nach einer klassischen stilistischen Entwicklung einordnen lässt. Sie macht sehr viele Dinge parallel. Es gibt keine Kohärenz in dem Sinn, sondern es gibt keinen linearen Fortschritt, weshalb auch der Modernistenpapst Clement Greenberg, der sozusagen die Reinheit des amerikanischen Formalismus vertreten hat in den späten 30er, 40er Jahren, nicht gewusst hat, was er mit ihrer Kunst sozusagen, wie er sie einordnen soll. Und gleichzeitig war Stieglitz auch ein Konkurrent von ihm. Also das war auch ein Grund, warum er eine Ausstellung sehr stark kritisiert hat von O'Keeffe, die im MoMA stattgefunden hat, 1946, die erste Retrospektive, die eine Künstlerin überhaupt je erhalten hat bis zu dem Zeitpunkt. Es sind bestimmte Orte, es beginnt in New York, es geht über Lake George, der Sommerresidenz der Familie Stieglitz. Also insbesondere in den ersten 10 bis 15 Jahren verbringen O'Keeffe und Stieglitz die Hälfte des Jahres oder dreiviertel Jahr in New York und die Sommerzeit in Lake George. Es geht über das große Thema Abstraktion in diesem Raum hier, natürlich über ihre Blumenbilder, die sie weltberühmt gemacht haben, die aber in Wirklichkeit nur 13% ihres Oeuvres ausmachen. Also eigentlich im Vergleich relativ, einfach nur ein Segment. Bis hin, und das sehen Sie am Abschluss der Ausstellung, die letzten drei Räume, das große Thema der amerikanische Südwesten. Hier findet sie die authentische amerikanische Landschaft. Hier findet sie diese unendliche Ausdehnung, die inhaliert sie förmlich. Der amerikanische Südwesten ist natürlich nicht irgendein Ort, es ist das Land der Ureinwohner, es ist das Land, in das sich die kulturellen Erzeugnisse der Ureinwohner einschreiben, in das sich aber genauso die spanischen Eroberer einschreiben. Sie sehen hier im Durchgang dann gleich ein sehr großes schwarzes Kreuz von einer katholischen Büßersekte. Diese Kreuze haben in der Zeit die Landschaft gesäumt. Dahinter aber der Blick auf einen Berg frei, ein heiliger Berg für die indigene Bevölkerung. Also es sind diese kulturellen Schichten, die sie interessieren und die natürlich auch ein Grund sind, warum sie gerade in dieser dürren, kargen, weiten Landschaft New Mexicos eine amerikanische Ikonografie sozusagen vorfindet und weiterentwickelt. Auf ihrer lebenslangen Suche nach der Abstraktion stößt sie da auch auf ein Terrain, auf geologische Formationen, Jahrmillionen alte, die gewissermaßen Abstraktion schon in ihrem Motiv
inhärent wissen. Das kommt auch noch dazu. Ich führe Sie jetzt chronologisch noch mal ganz kurz an den Anfang. Dieser Anfangsraum vereint diese ganz frühen abstrakten Kohlezeichnungen, mit denen sie ihren ersten Auftritt hatte. Es vereint ganz moderne, dynamische Ansichten der Stadt New York, die damals gerade im Bauboom begriffen war und in den Himmel gestrebt ist, bis 1929, dem Zeitpunkt der Weltwirtschaftskrise. Das ist eigentlich auch der Zeitpunkt, ab dem sich O'Keeffe immer mehr abwendet von New York und versucht, die amerikanische Moderne in der Natur, in der Landschaft zu verorten. Und da macht sie was ganz anderes als ihre amerikanischen Kollegen, unter anderem die Präzisionisten, die wirklich dieses Maschinenzeitalter, die Industrialisierung wirklich euphorisiert haben, ein Charles Demod oder ein Charles Schiller etwa. Dass es ihr ganz stark um diese ästhetische Erfahrung in der Natur geht. Was sie auch vorfinden in diesem ersten Raum sind wunderschöne Aufnahmen von Alfred Stieglitz, die er über 2 Jahrzehnte von ihr gemacht hat. Das Ganze war als ein modernes Projekt gedacht, um ihre Person einzufangen. Darunter sind auch Aktfotografien gewesen, die zeigen O'Keeffe als wunderschöne, androgyne junge Frau. Sie erinnern mich ein bisschen an Meret Oppenheim, die damals von Man Ray an der Druckerpresse fotografiert ist. Sie kennen diese Bilder entweder noch aus unserer Ausstellung oder überhaupt. Die einfach ihr Image als Ikone der Roaring Twenties transportiert haben. Also das Image der sexuell befreiten neuen Frau. Es war zweischneidig. Es war von ihr ein selbstbestimmtes Image einerseits und andererseits hat das den Blick auf ihr Werk ab dem Zeitpunkt entscheidend geprägt. Dazu kam, dass Sigmund Freud gerade in den 10er Jahren ganz intensiv rezipiert wurde in New York. Die Schriften waren gerade übersetzt, die Traumdeutung etwa 1913. Und gerade der Stieglitz-Zirkel und Stieglitz scharte eine Reihe von Kunstkritikern und Künstlern um sich in seiner Galerie 291, lasen sozusagen alles, was aus ihrer Feder floss, als Inbegriff weiblicher Sexualität unter diesem psychoanalytischen großen Deutungsmuster. Und sie hat immer wieder versucht, davon abzulenken, in eine andere Richtung zu führen. Und die Blumenstillleben waren eigentlich ein erster Schritt, um sozusagen aus dieser Deutungsecke rauszukommen, indem sie was so Realistisches malt, dass man sozusagen nichts mehr hineininterpretieren kann. Bekanntlich sind diese Blumenstillleben als Evokationen weiblicher Genitalien und so weiter gelesen worden. Was man in diesen ganzen Deutungsweisen völlig übersehen hat, ist das eigentlich Revolutionäre an diesen Blumenstillleben, nämlich dass sie auf die Herausforderungen der modernen Fotografie reagieren. Also das Medium Fotografie wurde immer dominanter in der Zeit und sie schafft hier in ganz engem Dialog mit der Fotografie Stilmittel wie das Close-up, das Anschneiden von Motiven und dadurch durch diesen nahen Blick natürlich auch eine Verfremdung herzustellen, die auf die Art und Weise in der Malerei noch nie stattgefunden hat zuvor. Und das ist auch ein ungezwungener Umgang mit der Figuration, wie man ihn, glaube ich, nur aus der Hand einer amerikanischen Malerin erwarten kann. Und auf eine Art und Weise, die schließlich auch die Pop-Art vorankündigt. Und es wundert nicht, dass Andy Warhol natürlich auf Georgia O'Keeffe reflektiert, nicht nur künstlerisch, sondern natürlich auch als Person und sie in seine Star Galaxy aufnimmt und ein Porträt von ihr mit Diamantenstaub anfertigt und sie sozusagen in seinen großen Reigen der Stars eingereiht hat. Was ich aber gerade hier in dem Raum der Abstraktion zeigen möchte, ist, dass O'Keeffe weit mehr als eine realistische Blumenmalerin zu sein, die amerikanische Nachkriegsabstraktion vorbereitet hat. Also Sie sehen hier großformatige Bilder etwa ihrer Tür in ihrem Patio, in ihrem Haus in New Mexico, das man bis heute besichtigen kann. Das ist ein Museum, ist ein Ort, wo ich Ihnen empfehlen würde, hinzufahren, genauso wie in das Georgia O'Keeffe Museum nach Santa Fe. Sie war besessen von dieser Tür und sie sagt, es war wie ein Fluch. Ich musste diese Tür haben und das ist auch der Grund, warum sie sich letztlich dieses Haus gekauft hat, von der katholischen Erzdiözese Santa Fe abgekauft hat. Ein Haus aus dem 18. Jahrhundert, das sie komplett renovieren musste, wo sie riesengroße Fenster, Panoramafenster eingezogen hat,
die einfach einen Blick auf diese unglaubliche Landschaft freigeben. Modernistisch eingerichtet, mit Bertheuer-Stühlen und Charles Eames Ausstattung. Also sozusagen diese Reduziertheit, dieser Modernismus hat nicht nur ihre Kunst getroffen, sondern auch die Gestaltung ihrer eigenen Person. Sie hat sich sehr androgyn angezogen, hat sich bei Knieche eingekleidet, der damals in New York vertreten war, ab den 40er Jahren, und hat eben auch dementsprechend ihre Innenräume und ihr Atelier gestaltet. Das sind natürlich Werke, die an Barnett Newman erinnern, an Mark Rothko erinnern. Ebenso ihre Wolkenlandschaften, die Sie hier hinter sich sehen. Agnes Martin, die ja eine ähnliche Biografie oder eine vergleichbare Biografie wie George O'Keeffe hatte, hat sich in hohem Maße an ihr orientiert, hat bis zuletzt ein Poster von ihr in ihrem Schlafzimmer hängen gehabt. Sie sehen diese Horizontale. Es ist in dem Fall keine Landschaft sozusagen auf dem Boden, sondern es ist eine Himmelslandschaft. Es zeigt den Blick aus dem Fenster, aus dem Flugzeugfenster während ihrer Reisen, die sie ab den 50er Jahren und 60er Jahren in ganz massivem Ausmaß getätigt hat. New Mexico, wo sie ab 1929 halbjährlich den Sommer verbringt und ab 1949, nachdem auch Stieglitz gestorben war, endgültig hinzieht, noch fast 30 Jahre dort leben wird. Sie hat ja dieses biblische Alter von 98 Jahren erreicht. Diese Art von radikalem Ausstieg in diese Abgeschiedenheit der Wüste, damit verkörpert sie natürlich in gewisser Weise auch den amerikanischen Traum. Den amerikanischen Traum der Selbstbestimmtheit, der Unabhängigkeit. Es gibt zahlreiche Fotos aus der Zeit, die sie als einsame Eremitin inszenieren. Ist natürlich etwas, was in dem Maß nicht gestimmt hat. Sie hat nach wie vor Gäste empfangen. Sie hat Kontakt gehabt zu New York, hat Ausstellungen gehabt. Aber es ging ihr in hohem Maße um Unabhängigkeit. Und sie, bis heute gilt sie als Prototyp der emanzipierten Frau, als Role Model. Das zeigt auch, dass als Hillary Clinton angekündigt hat, zu kandidieren in Amerika, zahlreiche Stimmen laut wurden, die gefragt haben, was wohl George O'Keeffe zu dieser möglichen ersten US-Präsidentin gesagt hätte. Also nur um anzudeuten, wie sehr sie sich in dieses amerikanische Selbstverständnis eingeschrieben hat. Sie hat sich ganz früh für das Wahlrecht der Frauen eingesetzt, war in der National Women's Party aktiv. 1920 ist das Wahlrecht durchgesetzt worden. Es war ja aber ganz wichtig zu sagen, die Kunst sozusagen ist ohne Geschlecht. Also auch hier wieder eine Parallele zu anderen Vorstreiterinnen wie etwa Merit Oppenheim. Und ich möchte Ihnen zuletzt vorlesen einen Brief, den sie an Eleanor Roosevelt schreibt, um sie zu überzeugen, dass sie sich doch beteiligen soll am Equal Rights Amendment, also an diesem Verfassungszusatz, der Männern und Frauen gleiche Rechte zusichern sollte. Und sie schreibt ihr 1944, "It seems to me very important to the idea of true democracy that all men and women stand equal under the sky. I wish that you could be with us in this fight." Das heißt, George O'Keeffe, ja, Ingrid Boger hat es schon gesagt, steht für dieses amerikanische Jahrhundert und sie steht für zahlreiche revolutionäre Schritte in der Malerei. Und ja, ich wünsch Ihnen, dass Sie diese Ausstellung in sich aufsaugen. Es sind wirklich ganz besondere Werke. Es ist sicher eine einmalige Gelegenheit, O'Keeffe in dieser Vollständigkeit sehen zu dürfen. Ich möchte mich zum Schluss auch ganz herzlich bei Rob Pratt und der George O'Keeffe Foundation, dem George O'Keeffe Museum bedanken für diese unglaubliche Großzügigkeit. Ebenso bei meinen Kolleginnen Tanja Baasen und Georgiana Ulierik und natürlich auch bei unserem Team, allen voran Veronika Chambers-Wolf, die diesen ganz kurzen Aufbau wirklich bravourös gemeistert hat, und bei allen meinen Kolleginnen und Kollegen, die wirklich in den letzten Wochen insbesondere noch ganz hart daran gearbeitet haben, dass das hier jetzt alles so steht, wie es steht. Vielen Dank. Applaus